Und hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn du auch im Team Emily bist, dann zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonnier diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und Freunde, heute machen wir was richtig Cooles. Also in meinen Augen ist es was ziemlich Lustiges. Und zwar habe ich ja mal vorgeschlagen, dass ich den Lami schminke. Und ihr alle fandet das in den Kommentaren total lustig. Also dachte ich mir, schnapp ich mir den Lami heute an meinen Schminktisch und ich würde sagen, wir machen den dann ein bisschen schön. Aber vorher sollten wir den mal informieren und dafür muss ich den erstmal suchen. Aber Freunde, ich habe schon richtig Lust darauf. Der sieht bestimmt dann total schön aus, weil Lami hat ja sehr schöne Wimpern. Aber wo ist Lami denn überhaupt? Lami? Was machst du denn da unten? Was machst du denn da oben? Komm jetzt mal zu mir. Na gut, ich komme. Was hast du denn da oben auf dem Dach gemacht, Lami? Ich war am Schornstein. Ich habe den Schornstein ein bisschen geputzt. Siehst du, wie sauber der ist? Ah, der war also ein bisschen dreckig. Das hast du ziemlich gut gemacht. Aber Lami... Ich habe jetzt einen kleinen Überfall auf dich. Und zwar... Überfall? Hände hoch! Hey, nein! Ich habe ein bisschen was mit dir vor, verstehst du? Du hast was vor mit mir? Du möchtest mit mir einen Überfall machen? Ich bin dabei. Ach Quatsch, Lami, du bist ja richtig kriminell. Einen Überfall möchte ich nicht machen. Ich möchte was viel Cooleres machen und ich wollte dich fragen... Was viel Cooleres? Du möchtest Bungee-Jumping machen? Da bin ich dabei. Was für Bungee-Jumping? Jetzt hör mir doch endlich mal zu. Ich möchte dich schminken. Und bist du dabei? Schminken? Ja, ganz genau. Ein bisschen Rouge und Lidschatten und Wimperntusche und sowas. Wie findest du die Idee? Ich dachte, du willst was Cooles machen, Emily. Das ist doch total was Cooles, oder nicht? Ich hatte eigentlich noch was anderes vor. Ich muss noch diesen Toaster hier putzen. Das Lami, ist ganz, ganz wichtig. Der Toaster ist komplett neu. Den haben wir erst gestern gekauft. Also hör auf, so einen Schwachsinn zu erzählen. Ich wollte aber noch andere Sachen machen. Ich wollte hier die Mikrowelle putzen. Die Mikrowelle, die haben wir fast noch nie benutzt. Jetzt hör auf, so einen Quatsch zu erzählen. Oder möchtest du etwa nicht mitmachen? Nein, eigentlich nicht, Emily. Okay, dann muss ich mir einen kleinen Plan überlegen. Hey, Lami, ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich dich in ein Autorennen schlage? Dürfte ich dich dann schminken? Aber warte mal, du schlägst mich doch eh nicht in einem Autorennen. Aber warte mal, das klingt eigentlich ganz gut. Aber eine Frage, Emily. Was bekomme ich denn, wenn ich gewinne? Wenn du gewinnst, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Da dürftest du dir etwas aussuchen. Alles, was du willst, Lami. Alles, was ich will? Na gut, ich bin dabei. Okay, darf ich denn auch wissen, was du dir wünschst, falls du gewinnst? Nö, das überlege ich mir bis dahin. Okay, ich würde sagen, dann drehen wir einfach eine Runde um die Stadt. Wie findest du die Idee? Okay, sag mir genau die Strecke, damit ich weiß, wo ich hinfahren soll. Und dann besiege ich dich ganz schnell und dann können wir starten. Besiegen? Lami, bild dir nichts ein. Hundertprozentig wirst du nicht gegen mich gewinnen. Bla bla bla. Tank erstmal dein Auto auf, du Anfänger. Oh, ja stimmt, das muss ich ja noch auftanken. Wo ist denn hier überhaupt der Tank? Du Blindfisch. Oh Mann. Ja, eigentlich machst du das immer, Lami. So, Lami, ich glaube, mein Auto sollte jetzt aufgetankt sein. Bist du bereit zu verlieren? Bist du bereit zu verlieren? Warte, ich werde hundertprozentig gewinnen, Lami. Bla bla bla. Erklär mir jetzt erstmal die Strecke. Okay, also wir fahren an der Schule vorbei, dann an McDonald's, zurück an der Bäckerei und einfach hier wieder vors Haus. Und wer erster da ist, der hat auch gewonnen.
Das ist ja easy. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, bist du bereit, um zu verlieren? Bla bla, starte jetzt einfach. Okay, es geht los in 3, 2, 1 und los. Okay, Lami, mal gucken, wie du dich schlägst. Oh, hey, warte mal, es kann nicht sein, dass du vor mir bist. Hey, das kann natürlich sein. Mein Auto ist ein richtiger Flitzer. Und Abkürzung. Hä? Was denn für eine Abkürzung? Hey, ich häng fest, das ist total gemein. Ich gewinne. Hey, das kann doch gar nicht sein, Lami. Bleib sofort stehen. Oh, warte mal, ist das meine Chance? Und ich bin Erster. Nein, das war unfair. Ich bin gegen die Laterne gefahren. Hä, was? Was war denn daran unfair? Ich bin auch eben gegen eine Laterne gefahren. Ja, das hast du auch verdient. Oh Mann, oh, jetzt habe ich verloren. Aber und ich lass mich trotzdem nicht schminken. Doch, ich darf dich schminken. So waren die Regeln, Lami. Ja, ist ja gut. Also komm jetzt mit unten in den Bunker. Da habe ich eine richtig schöne Schminkecke. Schminkecke? Oh Mann, ja, das hört sich so mädchenhaft an. Oh ja, ich hoffe, du freust dich schon, Lami. Das wird total schön. Das wird gruselig. Oh, und außerdem ist dir schon aufgefallen, dass wir hier eine neue Tür haben? Oh, stimmt. Warte mal, hier war ich aber noch nie drin. Oh. Was? Ich auch nicht, aber dann müssen wir den Zuschauern auch unbedingt mal zeigen, was da drin ist. Natürlich, los geht's. Und ich glaube, man kann es schon ein bisschen ahnen. Mhm. Hier ist das neue Babyzimmer für unser Mädchen. Oh ja. Ganz genau, weil unser Baby braucht ja auch einen Geheimraum. Und dann wurde er hier an Leos und meinen Raum gebaut. Und ich muss sagen, ich finde ihn schon richtig schön. Oh, das kannst du laut sagen. Und ich würde sagen, ich gehe dann mal wieder nach oben. Was? Nein, Lami, du bleibst jetzt hier und kannst dich schön an den Schminktisch setzen. Oh, na gut. Das ist aber wirklich das erste und letzte Mal. Oh ja, ich freue mich schon total. Das wird total cool, Lami. Na gut, dann fang einfach mal an, ey. Okay, also zuerst machen wir ein bisschen Foundation drauf. So. Ey, das kitzelt. Ey, das soll nicht kitzeln. Dann hast du eine ganz schöne Ebene. So, dann ein bisschen Highlighter. Und Lami, pass doch mal auf. Upsi, oh, du hast ja ein bisschen Spucke in deinen Haaren, sorry. So, dann ein bisschen Wimperntusche. Oh, was machst du mit meinem Gesicht, Emily? Hey, halt doch mal still. Ich ziehe dir gerade einen Eyeliner-Strich. So, noch ein bisschen die Augenbrauen. Und Lami, ich glaube, du bist fertig. Möchtest du dich mal umdrehen und zeigen? Warte mal, ich zieh mich noch ganz schnell um, okay? Umziehen? Oh, warte, Lami, wie willst du dich denn umziehen? Ein Moment, so, ich zieh mich kurz um. Oh, Freunde, ihr werdet gleich sehen, wie Lami aussieht. Und ich finde, Lami sieht richtig schön aus. Emily, ist ein bisschen... Was hast du denn mit mir gemacht? Und was sollen die Hasenohren da oben? Lami! Oh, guck mal, wie schön dein Eyeliner aussieht. Und deine Bäckchen sind total schön rosa. Warte mal. Meine Augen glänzen so sehr. Oh, das sieht total schön aus. Wollen wir dich nicht mal Leo zeigen? Leo? Aber ist das nicht ein bisschen peinlich? Was? Peinlich? Lami, du siehst wunderschön aus. Ich weiß gar nicht, was daran peinlich sein soll. Na gut. Du siehst richtig süß aus. Oh Gott, würden wir dich in Mädchenklamotten stecken, dann würdest du glatt aussehen, ein bisschen wie ein Mädchen. Wie ein Mädchen? Oh Mann, wie gruselig. Oh, also Leo, bist du gespannt, deinen Papa zu sehen? Oh ja, Papa, komm, zeig dich. Oh, komm her, Lami. Und tada. Wie siehst du denn aus? Und süße Hasenohren. Aha. Der hat sich extra in Schale gelegt. Aber wie findest du überhaupt sein Make-up, Leo? Oh, das sieht wirklich toll aus, Papa. Du siehst aus wie eine Prinzessin. Oh,
ja, wie eine richtig süße Prinzessin. Oh Mann, ich sehe wirklich sehr komisch aus, oder nicht? Nein, also du siehst wirklich toll aus. Freunde, schreibt doch mal unbedingt in die Kommentare, wie findet ihr, wie Lami aussieht? Ich finde, der sieht total schön aus. Hey, schreibt aber das wenn unbedingt ich, mal in die Kommentare, dass er total toll aussieht. Wenn ich wirklich so toll aussehe, dann möchte ich aber auch 1000 Likes sehen, okay? Oh ja, das schaffen unsere Zuschauer ganz bestimmt. Du das siehst nämlich wunderschön aus. Wette mit dir, die Zuschauer schaffen es nicht, 1000 Likes zu machen. Hä? Das schaffen die ganz, ganz bestimmt. Das wirst du schon sehen, Lami. Ich glaube nicht. Lami, vielleicht können wir dich ja das nächste Mal noch in Frauenklamotten stecken. Dann siehst du wirklich aus wie ein richtiges Mädchen. Niemals. Ich gehe jetzt mein Gesicht abwaschen. Was? Du siehst doch so toll aus. Nein, lass mich in Ruhe. Oh Mann. Aber Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss. Ciao. Hey Freunde, ihr seid ja immer noch da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich hier abonnieren. Und auf dieser Seite findest du noch ein altes Video von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss.